Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Was Mofo. Ja, ich bin Flex, schön, dass ihr mit mir auf der Jagd seid. Heute unterwegs in einem heimgesuchten kleinen Vorstadt-Eckhaus. Und folgende Aufgaben warten auf uns: Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader und reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Das gibt's ja gar nicht. Kein Kruzifix-Auftrag da drauf und kein Flüchten Sie. Unglaublich, wir haben es zu tun mit Betty Miller. Okay, Miss Miller, Ihr Generator ist in der Garage. Alles da hatten wir auch lange nicht. Alle immer im Keller. Was nehmen wir denn mit? Zum Lauschen und zum Licht machen und zum Fotos machen. Und los geht's. Ton an. Licht an. Geisterjagd an. Hallo. Betty. Wir sind's. Der Geisterjäger. Oh. Okay. Betty reagiert schon gleich erstmal auf den Geisterjäger. Das ist ein unheimliches Geräusch. Das kommt irgendwie von oben. Ich glaube, wir machen erstmal das Licht an. Wir sind gleich da, Betty. Momentchen. Lass uns erstmal kurz hier hin. Hallo. Erstmal hier hingehen. Tür zu. Ganz ruhig. Licht hier vorne erstmal. So. Irgendwo oben hat es auf jeden Fall schon eine Tür aufgemacht. Da. Hallo, Betty. Okay, Betty lockt uns ins Badezimmer. Bettys Badezimmer. Klopf, klopf. Schön. Wer ist denn da? Er springt irgendwo aus der Ecke. Ich bin's, die Betty. Aber wir hatten noch kein unheimliches Flüstern. Machen wir erstmal hier auch Licht an. Warum sind wir eigentlich noch im Dunkeln unterwegs? Kannst du dich bemerkbar machen? Betty Miller. Sie sagt was. Kannst du dich nochmal bemerkbar machen? Hast dich verstanden, irgendwas geflüstert. Betty Miller, wenn du hier bist, sag was. Jetzt sagt sie nichts mehr. Okay, aber super. Ist zwar kein Beweis, aber ist einfach cool. Mach das aus. Kann man nicht ausmachen. Mach das jetzt aus. Schmeiß das weg. Kannst du dich vielleicht einmal zeigen für ein Foto? Wenn sie überhaupt hier drin, vielleicht ist sie auch mehr auf dem Flur unterwegs. Also die Tür von außen. Obwohl sie da drin noch die Badezimmertür aufgemacht. Hallo, Betty Miller. Wenn du hier draußen bist, kannst du dich vielleicht einmal zeigen. Die zeigt sich nicht. Ich glaube, wir lassen den erstmal hier liegen, den Fotoapparat. Jetzt mal gucken, wie es uns überhaupt so geht. Weil das Flüstern über, das dürfte eigentlich nicht so viel gemacht haben mit der Sanity. Wir gucken mal. Aktivität ist, geht so. Sanity ist, geht so. Was müssen wir denn machen? EMF, wir gucken erstmal. Wir nehmen erstmal das EMF mit rein und die Geisterbox. Gucken erstmal, ob sie wirklich da drin ist oder ob sie nur die Tür aufgemacht hat. Das heißt, wenn sie antwortet über die Geisterbox. Hallo, wir sind's doch mal. Bist du hier? I'm here. Okay, sehr schön. Geisterbox haben wir schon mal. Und ne, EMF3 gleich sofort. Weil sie genau hier ist. War es auch schon gerade kalt hier? Nee. Aber sie ist hier drin. Kannst du das EMF auch komplett auslösen? Wenn du hier bist, wir machen vor allem das Licht hier drin mal an. So, schon viel besser, viel besser. Kannst du das EMF vielleicht voll auslösen? Wenn du hier drin bist. Auf jeden Fall I'm hier, also ist das ganz klar der Geisterraum hier.
Jetzt wäre die Kruzifixmission sogar okay, weil der Raum ist gar nicht so groß. Ist nicht der ganze Flur, wie in dem anderen Haus. EMF sagt aber auch irgendwie. Wir lassen es auch mal hier liegen, auf jeden Fall. EMF 3 hat man zumindest schon mal. Und eine Geisterbox. Ein Beweis haben wir. Tür zu. Wir haben auch noch gar nicht nach dem Knochen geguckt und nichts. Kein Ouija-Board. Wir gucken auch noch mal ein bisschen durch hier oben erstmal. Knochenbeweis mitnehmen. In dem einen Haus, habt ihr auch geschrieben, glaube ich, in dem einen Zimmer gibt es auch in dem normalen Haus irgendwo eine Voodoo-Puppe zu finden. Die habe ich noch nie gesehen. Müssen wir am nächsten Mal, wenn wir in dem Haus sind, auch mal gucken. Suchen wir uns erstmal den Knochen. Vielleicht fliegt hier irgendwo noch ein Ouija-Board rum. Das wir dann ignorieren können, nachdem wir es fotografiert haben. Knochen mitnehmen. Keiner hier. Ne, wir haben. Das ist sicher ihr Geisterraum. Einem hier sagen sie schon nur, wenn das der Raum ist, wo sie drin sind. Hallo? So, mal gucken, ob hier hinten noch ein Ouija-Board im Schrank liegt. Nee, auch nicht. Okay, die Knochen haben wir. Schnell, 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 schnell. Du bleibst hier drin, knarzt auch schon hinter der Tür. Becky ist aktiv in ihrem Zimmer. Und wir sind lieber mal aktiv, ganz schnell draußen. Okay, tragen wir das zumindest schon mal ein. Geisterbox. I'm here. Okay, Betty, wenn du wirklich da drin bist, dann wissen wir jetzt auch, wo wir mit unseren Kerzen und unseren Räucherstäbchen hinkommen. Nehme ich da rein. So. Damit die Chance größer ist, machen wir gleich wieder zwei Kerzen an und nehmen die beide mit rein. Zack, zack. Okay, auf geht's. Ist jetzt aber ganz ruhig und friedlich. Sie hat gar nichts gemacht bis jetzt, außer die Tür da oben aufgemacht. Und übers Mikrofon uns ein bisschen was zugeflüstert. Und einmal Hallo gesagt über die Box. Sehr sympathisch, Betty, bis jetzt. Alles gut. Nee, nee. Und das war's. Sympathie ist gerade aufgebraucht. Aber warte, wir holen nochmal. Nein! Ach. Okay, Betty. Okay, Betty. Okay, Betty. Ist gut. Ist gut. Ich weiß, ich habe verstanden, du kannst auch unheimlich sein. Ist ja in Ordnung. Es war auch gar nicht böse gemeint. Was für ein EMF haben wir denn jetzt hier? Eine 2. Hier einmal ein bisschen Schaumbad und Kerzenschein für Betty. Und hier draußen auch. So. Die hat sie gleich ausgepustet. Ich glaube, ich höre sie schon wieder. Kann eigentlich nicht sein. Wo ist der Fotoapparat? Ob ich den jetzt hier hingeschmissen? Hier oben. Kannst du dich vielleicht noch einmal zeigen? Oh. Irgendwas hat sie geworfen. Ich habe es nicht genau gesehen. Da, in die Tasse. Das müsste noch gezählt haben als Interaktion. Kannst du dich vielleicht einmal zeigen, Betty Miller? Ohne singen und anspringen. Nur so. Zeigen. Hallo? Wir sind erstmal raus, Betty. So, hier, wir können auch Tassen werfen übrigens. Schnell, schnell, die Tür geht gleich zu. Oh, da sage ich was. Mochte sie nicht. 63%? Aber das hat schon mal geklappt. Wir nehmen erstmal eine Dröhnung. Da machen wir das letzte Nebenziel auch noch gleich mit weg. Das mit rein, das mit rein. Aber das ist ja nicht schwer jetzt nach dem kleinen Raum. Okay, Betty, erstmal zur Beruhigung. Hier so ein paar Weihrauchstäbchen. Kannst ein bisschen abschalten. So, hier drinnen auch. Oh, das reicht. Die andere Kerze hat sie gar nicht ausgepustet, nur die im Badezimmer. Klopf, klopf. Nee. Ich will raus. Ich will hier raus. Aber trotzdem, es geht ja noch. Also trotzdem geht's noch. Ruhig nochmal ansprechen, damit es nochmal schlimmer wird. Das haben wir schon mal. Aber sonst haben wir nichts. Wir nehmen jetzt mit rein eine Kamera für Orbis, die wir dann auch drinnen erstmal aufstellen. Und Fingerabdrucktaschen aber nehmen wir mit rein. Das ist eine gute Sache. Okay, auf geht's. Ist doch alles gemütlich. Betty, ganz ruhig. EMF
Wir haben nur eine 2, das ist auch nur, weil sie die Tür bewegt hat. Wir müssen die Kerze noch rausnehmen, sonst können wir die Orbis nicht richtig sehen. Wir stellen die Kamera erstmal. Oder so, du pustest die aus. Warum reagierst du eigentlich auf alles, was ich sage? Und zwar so direkt. So. Das ist äußerst beunruhigend. Da sind Fingerabdrücke. Ich sage, es ist nicht unheimlich genug. Betty dreht durch. Ich sage, die Kerze ist noch an. Betty pustet sie aus. Betty, das ist ich. Du bist von sympathisch zu äußerst beunruhigend. Ist das gewechselt? Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Okay, wir müssen noch einen neuen Fotoapparat holen. Du hast auch überall deine schmierigen Finger hinterlassen. Das reicht nicht. Wir haben nicht genug Fotos für deine schmutzigen Finger. Wir sind gleich wieder da. Zweiter Beweis. Fingerabdrücke. Schnell raus hier. Erstmal gucken. Was kann es denn jetzt noch sein dann? Fingerabdrücke. Phantom oder Poltergeist. Vielleicht sogar ein Phantom, weil sie gleich weggesprungen ist, als wir den Fotoapparat geholt haben. Sie wollte sich nicht wegfotografieren lassen. Phantom oder Poltergeist. So, Poltergeist macht doch das Buch und Phantom Dots Projektor. Okay, da brauchen wir nach den Orbis gar nicht gucken. Dann nehmen wir gleich mit rein das Geisterbuch und ein Dots Projektor. Guck mal, wie es uns geht. Das geht. Okay. So, Betty, wir sind hier auf der Spur. Ich würde eigentlich noch ein Fotoapparat holen, ne? Okay. Betty, wir müssen nochmal raus. Wir müssen nochmal kurz. Ist gut. Oh, wie das blendet. Splendid. Ich weiß, es ist hier irgendwie. Wir hängen den mal da. Wir müssen eh noch einen dazu holen. Du gehst mal weg hier. Und die Kamera kann dann mal raus. Einen Schritt. Genau, hinter uns, so wenig das Buch schon mal rein. Hier, Betty, kannst du was ins Buch schreiben? Oder durch den Projektor schon mal laufen? Da brauchen wir erst den zweiten. Damit wir einen größeren Bereich abdecken können. Das Badezimmer vor allem nochmal mit. Ja, ich würde sagen, das machen wir so. Raus! Raus, raus, raus. Licht, aber warum sieht die Taschenlampe schon wieder aus? So. Ah. Frische Luft. Frische Luft. Das ist immer gut. So. Dem Fotoapparat. Und noch ein Dots-Projektor. Wir können auch die Fingerabdrücke fotografieren. Das Buch noch, wenn sie reinschreibt. Oder wie kriegen sie jetzt auf dem Dots-Projektor? Reingeschrieben hat sie nichts. Vielleicht ruhig mal einen da rein. Der müsste ja fast, reicht fast fürs ganze Badezimmer. Kommen wir mal nach vorne. Hier hin. Ja. Das ist auf jeden Fall das ganze Badezimmer und der Bereich hier rundherum. Das müssten wir sehen. So, ein Foto hatten wir hier noch, ne? Den haben wir nicht. Oder den hier drin. Nicht hier das Telefon. So, sehr schön. Jetzt haben wir das Buch voll fotografiert. Müssen wir auf jeden Fall erfolgreich nach Hause kommen. Betty, kannst du da einmal durchlaufen? Nimm mal alles aus der Hand, damit wir freie Sicht haben. Schwer zu sagen, ob sich da im Badezimmer gerade was bewegt hat. Ich will hier auch nicht unbedingt so lange rumstehen. So im Dunkeln. In Bettys Kämmerchen. Betty, lauf da durch. Wir müssen ganz dringend hier raus. Wieso läufst du da nicht durch? Betty Miller, kannst du dich einmal bemerkbar machen? Manchmal, wenn die so komisch brummt, denke ich, ist auch schon durchgelaufen und wir haben es noch nicht gesehen. Stellen wir uns mal an die Tür angucken von hier. Vielleicht ist es bei uns da hinten in der Ecke gelaufen. Betty Miller, kannst du dich einmal bemerkbar machen? Jetzt habe ich da mal, war ich da mal, ich habe was gesehen am Bett. Tür lieber schon mal aufmachen.
Wohl hier draußen ist zu hell, dann sehen wir es nicht. Wir sollen Licht wieder ausmachen. Okay. So. Das ist so eindeutig zu sehen, deswegen ist es, glaube ich, noch nicht da durchgelaufen. Betty Miller! Kannst du da einmal durchlaufen? Hallo, Betty! Vielleicht schreibt Betty auch lieber im Badezimmer was rein. Legen wir das Buch nochmal da rein. Hallo, hallo! Warum ist es so? Es ist mir doch so dunkel hier. Es gefällt mir nicht, es gefällt mir nicht. Weil wir schon die Taschenlampe nicht anhaben. Betty Miller! Ich schmeiße aber viele Sachen rum. Und sie schreibt uns was! Sie schreibt uns was im Buch. Jetzt weiß ich, das ist doch ein Poltergeist durch. Die schmeißt doch echt viel durch die Gegend. Wo ist jetzt der Fotoapparat? Ach, den habe ich noch in der Hand. Okay. Oh, das ist aber. Ja. Ja, ist auch ein schönes Bild. Betty, ich bin mir sicher, du hast dir Mühe gegeben. Wir sind raus, wir sind raus. Wirres aggressives Gekrakel. Schnell weg hier, ist kein gutes Zeichen. Okay, wir haben dich, Betty. Das war eine sehr schöne, erfolgreiche Geisterjagd, noch etwas friedlicher. Betty hat sich noch, nicht noch ein zweites Mal provozieren lassen. Geisterbuch, Poltergeist. Und wir haben schöne, viele Fotos. Einmal auch ins Nichts fotografiert, da auch nochmal irgendwie unnötig. Okay, aber sonst, das passt. Sehr erfolgreich. Okay, Lieben. Und noch nicht ganz so eine schwierige Ermittlung. Es ging noch. Aber so eine Jagd muss auch zwischendurch sein. Tür zu. Weg hier. Schont die Nerven. Sehr schön. Bin zufrieden. Mach's gut, Betty. Wir haben alles. Ah, wie gut ist es, um mit dem reagieren? Ich sage, die Kerze muss aus. Zack, ist die Kerze aus. Ah, und auch vorher. Du bist nicht unheimlich genug. Sagt, ich bin unheimlich genug. Das zeige ich dir jetzt. $250 verdient, 200 Erfahrungspunkte erhalten. Es geht auch, wir waren 9 Minuten im Licht, 6 Minuten im Dunkeln, 5 Minuten nur im Geisterraum, wir haben noch viel länger da drin gestanden. 12 Minuten im Haus und eine Viertelstunde auf der Jagd. Wir hatten 2 Geisterereignisse, keine Geisterjagd, finde ich sehr in Ordnung, und 32 Geisterinteraktionen, passt. Okay, Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geisterjagd gefallen, würde ich mich riesig über einen Kommentar nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr Let's Plays, mehr Geisterjagden sehen wollt, lasst ein Abo da, da würde ich mich am allermeisten freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.